weiter geht's heute in Bayreuth mit unserer Karriere. Ich guck mal kurz in den Chat rein. Wir sind nämlich doch so ein bisschen im Ange. Annehmen, ja, er kann's annehmen. Annehmen. Und kann's annehmen. Ich denke mal drüber nach. Nächstes Mal muss mehr kommen. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach einem Linksverteidiger. Ich gucke gerade, ob ich die drei Leute jetzt bekomme, weil ich will ja Dings über den kaufen. Essen ist der nächste Gegner, okay? Ja, tatsächlich gehen jetzt wahrscheinlich wieder einige Leute, weil da muss ich mal gucken, was für ein Budget ich habe. Oder? Ja, das ist der neue, ne? Der vom HSV, der neue Linksverteidiger. Das ist unser neuer Linksverteidiger. Genau, Brett Andresen. Der wird aber auch die Originalnummer, die haben, die er beim HSV, die er schon beim HSV hatte. So, ja, bitte. Ich komme mal zur Teamzentrale. Ich glaube, hier war das. Der hat ja Original, der die 43 gehabt beim Ausbau. Das habe ich nicht immer noch gesehen. Deswegen kriegt er die auch hier bei uns. Ja, das Problem, wir haben bis jetzt noch eigentlich keinen vernünftigen Angreifer, deswegen will ich da unbedingt noch einen kriegen. Ich frage, wie viel Kohle wir haben momentan, dass wir dann sagen können, dann kann man den verpflichten. Zwergengeburt für Stockinger. Kann man gern, wir können verkaufen. Aber ja, wir kriegen jetzt ein bisschen Geld rein und dann würde ich auf jeden Fall erstmal Eckloff verpflichten. Das ist auf jeden Fall mal das Wichtigste. Das will ich bei dem Essen eigentlich dazu machen. Ich habe jetzt gerade nicht vergessen, was ich da geholt habe. Aber es muss auf jeden Fall neuer Spieler für uns sein. Ach, Lindios, doch! Vom FC? Ist doch zu uns gekommen. Dann haben wir unseren linken Mittelfeldspieler. Jetzt brauchen wir noch einen Stürmer. Patrick Weimer. Gut. Dimitris Lindios wechselt für ein Jahr zu uns. Oh. Oh. 70er Spieler, den ich gerade verpflichtet habe. Sorry, Thomas, das ist leider heute, das ist leider nicht der Tag. So. So, du hast ein Bombenpotenzial, das heißt, du wirst auf jeden Fall reingesetzt in die Startelf. So, jetzt brauche ich noch einen Stürmer. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch einen Angreifer, der vorne ein bisschen was. Der vorne ein bisschen knitzt kann. Und Lovoa soll ja hoffentlich noch bald kommen. Ich hoffe, dass er vor dem Essen-Spiel noch klar mal doch kommt.
Der soll doch schon. Von RB Leipzig ausgeliehen. Hugo Nuboa. Den möchte ich gerne noch verpflichten. Das ist gerade echt ein. Wir haben jetzt gerade mal nur 2-3 neue Zugänge. Aber wie gesagt, alles natürlich nur Leihspieler. Es ist halt nichts fix, nichts Finales. Ich möchte gerne alles nur erstmal leihen, damit wir Hugo Nuboa, die neue Nummer 10 bei uns im Kader. Aber der wird die 38 kriegen, so wie er bei RB gekriegt hat. Wollte ich lassen drin. Okay. So, Steffen Eder wechselt zu Annecy nach Frankreich. Und Marcel Götz wechselt zu Harrogate Town. Ich glaube, damit kann ich meinen Transfer zumachen. Hugo Nuboa wechselt für ein Jahr zu uns. Ah, 66er. Guter Teamspieler. Passt zu uns. So, Bade Ragic. Fliegt auf jeden Fall Kader. Zumindest aus der Startelf. Dass eine Vorfahrt mit reinhüpft. So, und damit hätten wir es. Steht unsere Startelf für uns. Für mich. Fest. Ich habe alle meine Spieler verpflichtet, die ich jetzt verpflichten wollte. So, ich gucke mal gerade Team Zentrale, genau. So. So, der kriegt jetzt auf jeden Fall auch für mich die alte Trikotnummer von, die er bei RB hatte. Warum auch immer dann die lange Trikots und Dings bekommen, aber es kann auch nur ein Dings sein. Kann auch nur ein kleiner Bug sein. Ich hoffe, dass sie nicht im Spiel genauso auftreten. Damit haben wir es auf jeden Fall. So. Kader steht. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Topspiel gegen S. Aber dabei, ich wollte was machen. Ich wollte noch was final machen, bevor das Ding zu teuer wird. Aber der hat ja eine Kaufoption. Ich werde den nämlich kaufen. So viele Talente natürlich erst gekauft. Habe ich die Kohle dafür? Der Kontostand reicht sich aus. Wie viel habe ich denn überhaupt die Kohle? 800 noch, was kostet der, ne? Der Spieler. Was haben wir denn überhaupt auf dem Konto? Aktuelles Budget 390.000, gut, ich die Transfers. Okay. Na gut. Dann müssen wir noch 2-3 Spieler verkaufen. Aber wir werden ihn kaufen, wenn es aussieht. Gut. Nächstes Spiel ist dann gegen Rot-Weiß Essen. Pressekonferenz, ja. Oh, tschüss, bye bye. Also mir jetzt noch ein Spieler gegangen. Frage, was hat er gebracht für uns? Wer ist es überhaupt? Tobias Stockinger, 32.000. Gut. Ah, ist halt leider jetzt erstmal so, dass zwischendurch mal Spieler gehen müssen, leider. Das heißt, wir haben jetzt 600 noch was, ne? Finanzen. Gucken wir mal, Finanzen. 571.000. Noch reicht es nicht ganz, um unseren Spieler zu verpflichten. Aber wie gesagt, es wird besser. Wir haben jetzt. Wenn wir umso mehr Kohle wegkriegen, umso besser ist es. So, nächstes Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Da geht's dann um die vielleicht nächsten 3 Punkte. Wir sind ja, wie gesagt, mit 3 Punkten in der letzten Folge mit gegen Wien Wiesbaden gestartet. Das wollen wir ja so ein bisschen. Wollen wir wieder schaffen.
Na gut, egal. Komm, scheiß auf die Trainings. Machen wir weiter. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt. Und wenn diese beiden Clubs aufeinandertreffen, dann wird es auch immer intensiv so, und hochklassig. Erstens Halbfeld der Saison. Für die Gastgeber ist es in Spiel 1 richtig gut gelaufen. Eigentlich hatten alle mit 0 Punkten gerechnet, aber am Ende standen sie mit 3 Zählern da. Das war schon klasse. So kann es aus ihrer Sicht natürlich gerne weitergehen. Sie versuchen es. Ja, gut. Ja, hast du schon. Also wieder mehrere Neuzugänge jetzt unter Dach und Fach gebracht. Livnios ausgeliehen, Andresen ausgeliehen, Lovoa ausgeliehen. So langsam wird's gefährlich. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen meine Teil ab, jetzt ein paar Talente geholt. Er ist hier genauso erst eines, ist auch 17 Jahre gerade. Andresen, da ist er. Der Zug zum Tor. Und Livnios. Keine schwierige Aufgabe. Der vom FC. Schlicht und ergreifend zu schwach. Neu dazugekommen. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Wird das die Führung? Aber ein Tor. Oh, der geht ja gleich gut los hier. Frühes Tor. Das wird interessant hier. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe. So. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ja, schauen wir mal. Fairer Einsatz hier. Nimm die aus der Torschütze. Engelmann, der geht jetzt ein bisschen durch. Alleine mit allen auf. Was für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper, sensationell. Sie führen die Ecke kurz auf. Das hat jetzt das Vorbesteller-Talent, deswegen will ich ihn spielen lassen. Um zu bringen, was er kann. Super dieses Zuspiel. Steiges Spiel, gute Idee. Szene geht weiter. Kein Tor. Da lassen sie eine gute Chance liegen, sich hier weiter abzusetzen. Ja, das wäre wichtig gewesen. So bleibt es erstmal weiter spannend. Ich glaube, diese Szene ärgert sie. Wie gesagt, eines von RB-Talenten. Aber ich will, ihn halt, ich will ihn halt ein bisschen aufbauen. Schöner Steilpass. Die Ecke könnte den Ausgleich bringen. Und er glaubt, wie gesagt, das wird auf jeden Fall ein verpflichteter Spieler. Den werde ich mir, die wird leihen, wenn ich mir. Ich habe da das Problem, dass ich die Kohle nicht für die Kopfoption jetzt habe. Je nachdem, wenn er diese einschlagen, kann ich sie natürlich immer versuchen nachzuverpflichten. Ball erstmal weg. Ah, das könnte was werden jetzt. Andresen, Munoz. Reus. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Ah! Der Schuss jetzt. Oh, das war knapp. Puh, 36. Minute, die große Situation. Schon leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Andresen. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise. Und das zählt am Ende. So. Ja, ah. Bringt den Ball jetzt nach vorne. Gut abgeschüttelt, unser Verteidiger, aber
Schwarzwasser. Weber. Andresen. Jetzt kann er mal ein bisschen auf Tempo gehen. Ja, es war ein bisschen schwierig. Super verstehen. Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Wieder kommt noch nicht in die Zweikampfe. Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr rausmachen. Diese Chance haben sie fast verschenkt. So, Pause. 1-0. Pfiff beendet also diese erste Spielhälfte. Die Mannschaften gehen in die Kabinen. Und gleich geht es hier weiter. Ja, schreiben wir die Geschichte wie Elversberg aktuell in dieser Saison. Die sind ja auch als Aufsteiger Tabellenführer. Die hätten statt jetzt 6 Punkte auf dem Konto. Das wäre super. Aber wie gesagt, noch ist nichts entschieden. Noch passiert ein bisschen. So, was haben wir denn hier? Gegen Wiesbaden, Osnabrück. Aue liegt hinten. Ja, es geht viel über Aue, Dresden, Osnabrück. Also in die Richtung. Das werden halt die üblichen Verdächtigen, denke ich mal. 60 vielleicht noch. Das wären so die üblichen Verdächtigen, die es jetzt Aufsteiger zählen, aber nicht. Und damit hier. Läuft mal gucken. Die zweite Hälfte dieser Partie. 6 Punkte wäre schon schön. Aber es sind noch 45 Minuten zu spielen. Nehmen die aus. Den Zweikampf führt er sehr gut. Dankeschön. Da ist der Schuss. Gar keine Herausforderung hier für den. Ich dachte mir jetzt schön, dass ich den mitnehmen kann, aber will ich leider nicht. Björn Rother. Ja, ich darf mich auch gerade mal nicht so viel zu tun. Es zieht ihn also nach London. Er geht zum FC Chelsea. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Ja, alles gut. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Ah, schade. Stark gearbeitet hier. Aber holt sich den Ball zurück, ne? Ich glaube, diese Aktion sieht er gelb. So, gibt es den Schiedsrichter im Gelb? Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Wie gesagt, noch haben wir die 3 Punkte. So, Cherunalu. Der Freistoß in die Mauer. Nicht besonders gut. Viel aufheben zum Nichts. Sterne. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Er bringt den Ball nicht raus. Er kann es machen. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Also 2-0 wäre natürlich jetzt schon ein bisschen beruhigender, aber. Er holt sich vorne den Ball. Halbe Stunde noch. Noch ist nichts entschieden hier. Sieht nicht das ist ein bisschen zu offen da hinten drin. Jetzt haben sie den Ball. Andresen hat es abgelaufen. Sehr gut gemacht da hinten. Na, ja, super ausgespielt. Fandrich. Gut gemacht, ja. Oh, das gibt tatsächlich so eine Karte. Bitte jetzt nicht nur den Winner verursachen. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Andresen. Ja, es gibt Nachteile. Es gibt eine gelbe Karte. Die Aktion wird Andresen, jetzt ja. Also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Tempoaufnahme. Novoa, der hat jetzt ein bisschen Tempo. Der hat ein bisschen Platz vor allen Dingen. Die Chance jetzt. 2-0. Den Ball im Tor unter. Die neue Führung damit 2 Tore. Es läuft. Ja. 2-0 Bayreuth. Ich glaube, das ist somit einer der beliebtesten Vereine, mit denen man so anfängt. So kannst du das Tor nicht verhindern. So, wir wechseln mal durch.
Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Also 15 Minuten laufen noch. Wir haben jetzt 2 Tore. Wir führen mit 2:0. Wir hätten jetzt aktuell 6 Punkte. Passt. Björn Rother. Fandrich. So, das könnte gefährlich werden für die Hintermannschaft. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Tempo oder wo? Der hat eben schon, wie gesagt, das Ding schon, das 2:0 wird vorbereitet. Platz auf außen da. Da ist die Chance. 3:0. Das ist jetzt auch endgültig der Sieg. Der Vorsprung ist jetzt einfach zu groß. 83. Minute die Entscheidung. 3:0 gegen. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie ziehen den Konter perfekt auf und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Leipzig spielt da nicht so häufig, aber bei uns soll er der neue Superstar werden. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Regulär sind es noch 7 Minuten. Der neue Knipser, hoffentlich. Ja, mal gucken. Er kann sein, dass er sehr, sehr teuer wird. Das ist ein Verpflichten. Verpflichten will. Vielleicht müsste ich versuchen. Ja, gut, das mal Geld zu sagen. Jetzt mal Eckler verpflichten. Ich weiß nicht, ob er am DFB-Pokal spielen. Es gibt Elfmeter. Er gibt Elfmeter für Essen. Das war eine absolut unnötige und dämliche Situation. Und wenn der Schiedsrichter da rot gibt, kann man sich auch nicht drüber besprechen. Elfmeter und gelbe Karte noch oben drauf. Richtige Entscheidung. Klar, es ist eine harte Entscheidung. Nö, es ist eine absolut richtige Entscheidung. Es ist eine dämliche Entscheidung. Keine Frage. Absolute blöde Aktion. Und er macht den so, erstes Gegentor. 3:1, 88. Aber es wird wahrscheinlich nicht. Nichts ändern. Unnötig. 3:1 heißt es also jetzt. War eigentlich nicht. Naja, egal. Sei es drum, passiert. Abhaken. Er hat die Chance. Und wenn der Keeper so freiwillig das Kurzdenker machen, nehmen wir mal das 4:1 damit. Ja. Wir sehen die Wiederholung. Einmal kommt er außen durchkommen, keiner kann ihn stoppen. Im kurzen Eck ins Netz, da wird sich und muss sich der Torhüter ärgern. Der hat ihn so freiwillig aufgelassen, aber der geht nämlich diesen Schritt einmal raus. Hier geht er den Schritt raus und dann ist das Eck frei, dann ist das Thema gegessen. Kurz nach dem Elfmeter 2:3. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt Bayreuther sein. Neuer Spielstand jetzt also 4:1. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Durch diesen Sieg heute haben sie nun 6 Punkte auf dem Konto. Wer hätte das gedacht? Die Erwartungen lagen ja deutlich niedriger und jetzt schauen wir mal, wie diese Geschichte weitergeht. Vielleicht ist diesmal mehr drin. Vielleicht gibt es mehr schon in der zweiten Liga und so. Überragende Vorstellung von ihm. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Auf jeden Fall gut gemacht, wir freuen uns. Das hat wunderbar funktioniert. Limnios mit 2 Toren. Dovo hat mit seinem Tor gemacht. Also 3 Neuzugänge, die vor dem Spiel verpflichtet wurden, haben getroffen. So kann man schon mal in eine Saison starten. So, Essen. Kann man einmal geschlagen, obwohl sie von meinem Besitz her besser waren, aber wer die Tore macht da vorne drin, naja. Passt. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. So. So.
Danke für das Gespräch. Passt. Auf jeden Fall, 3 Punkte sind 3 Punkte. Alles andere ist erstmal unwichtig. So, dann haben wir's, liebe Leute. Eingewechselt von Leonor mit seinem Profidebüt. Hat auch seine Situation gut gemacht, aber später war in der richtigen Ecke, aber war nicht dran. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's auch dann weiter mit dem nächsten Spiel. Bis dahin oder wiedersehen bei Let's Play FIFA 23 natürlich. Warte mal, wir haben noch. Nochmal Nachrichten zu hören. So, gut. Ja, jetzt ist durch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.